Hi YouTube, hallo Messerfreunde. Heute ist Unboxing-Zeit. Und zwar habe ich zwei Pakete heute bekommen. Und die werde ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Bei einem weiß ich in etwa, was drin ist, weil ich es bestellt habe, logischerweise. Das kleine hier kommt vom Rico. Und zwar ist das Überraschungspaketchen, was ich mal losgeschickt hatte. Was erst beim Supracore war, dann beim Schnorris war und dann beim Rico war. Jetzt ist es wieder bei mir. Jetzt gucken wir mal da rein, was da drin ist. Und das große hier, da ist eine Kiste drin, die ich mir bestellt habe. Ist ein Kleinkram. Zeige ich euch gleich dann noch von wem und wie und wo und was. Gut, dann machen wir das Ding mal auf. Ich hoffe, man sieht das, man erkennt was. Ich wollte es eigentlich draußen machen, aber es ist schon durch das Wetter so dunkel. Und hier drin habe ich halt schönes, kuscheliges Licht und keine Gefechtsfeldbeleuchtung. Deswegen ist es etwas dunkel. So, was haben wir hier als erstes? Leukoplast. Und ein Lanyard. Und noch ein Lanyard. Noch einen kleinen Diamond Knot. Cool. Ich vermute mal, es kommt vom Rico. Ich weiß es aber nicht genau. Das Schöne dabei ist ja, man weiß ja nie. Oder ich kann mir denken, von wem was ist. Sinn vom Überraschungspaketchen war ja, ich habe Material zusammengepackt. Keiner wusste, was drin ist, außer mir natürlich. Dann ging das auf die Reise. Der Erste hat rausgenommen, was ihm gefallen hat. Hatte wieder was dazu gepackt, was er übrig hatte. Dann ging es zum nächsten und immer so weiter und so fort. Machen wir weiter. Das ist noch nicht hier der Hammer. Guckt euch mal das Holz an. Cool, freue ich mich. Ist halt ein bisschen schwierig, weil es ist nicht sehr viel von genug Material da, um einen kompletten Griff draus zu machen, aber ich denke mal, ich kann da was draus zaubern. Super. Das hier, Olive, das habe ich reingelegt, das weiß ich. Aber das Stück war viel größer. Ist halt jetzt noch ein Stück was übrig geblieben. So, das nächste. Ich weiß nicht, ob man erkennen kann. Ist schwierig. Es sieht aus wie was Australisches. Lance Oak, She Oak, irgendeine She Oak nicht, aber irgendwas sowas in der Art. Schön. Schön groß. Kriege ich einen schönen Griff draus. Vielleicht sogar zwei. Schauen wir mal. Das hier. Das weiß ich nicht, was es ist. Da müssen wir derjenige mal Bescheid sagen. Das reingelegt hat, was es ist. Das könnte irgendwas Altes, irgendwas sein, was so ein bisschen oder was stabilisiert ist, weil es ist hier sehr schön poliert. Könnte interessant sein, könnte ein Stück Zahn sein von irgendwas, aber was es genau ist, keine Ahnung. Bitte klärt mich auf. Dann haben wir hier. Von Böker quasi wie so ein Techlock. Ich kenne mich mit diesen Sachen jetzt ganz so aus. Jedenfalls, um irgendwas an Gürtel dran zu machen. Haha, das ist ja süß. Ich vermute mal, dass es auch vom Rico ist, weil der Rico macht ja viel mit Paracord. Das kann ich bei meiner Tochter irgendwo hinten dran machen. Beim Einkaufen gehen, haut er so weit ab. Schön, cool. Hier schon. Das könnte sogar von mir sein. Ah, eine Rose. Müssen wir mal gucken, was wir daraus machen können. Da kann man
eigentlich ganz schöne Sachen machen, so als Anhänger, als Prototyp oder irgendwas, sowas. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. So, dann habe ich hier so ein Schnipselchen, da weiß ich, wo es herkommt. Das ist von Frank von Supercore. Von diesem Acryl. Es ist halt ein bisschen schwierig vom Format her, aber ich denke, da kriege ich noch irgendwas raus. Wenn es ein Griff für einen Fire Steel ist oder irgendwie sowas. Schauen wir mal. Holz, was auch immer. Könnte ein Nussbaum sein. Könnte sogar von mir sein. Weil einen Nussbaum habe ich auch. Ich weiß aus dem Kopf jetzt echt nicht mehr, was ich reingelegt habe. Nee, das ist definitiv nicht von mir. Amaranth. Hier steht sogar was drauf. Cool. Das wird wahrscheinlich auch vom Frank sein. Nehmen wir an, das sieht ähnlich aus, dass es auch Amaranth ist. Schön. Amaranth, Purple Heart, geiles Holz. Zettelchen. Australische Maserhölzer. Von Dick. War mir klar. Gut. Das hat keiner haben wollen, das ist auch von mir. Das ist ein Stückchen rekonstruierter Stein. Gut, behalte ich's. Kein Problem. Ja, Leute, super. Feine Sache. Von den Sachen, die ich weggeschickt habe, ist eigentlich kaum noch was drin. Dafür ist umso mehr neue Sachen dazu, sind umso mehr neue Sachen zugekommen. Freut mich riesig. Ich werde wieder mal so eine Aktion starten. Oder vielleicht startet jemand anderes mal irgend so eine Aktion und lädt mich ein. Bin ich gerne dabei. Für solche Sachen bin ich immer offen. Und ja, soweit erstmal das. Coole Sache. Und dann machen wir mal hier die Kiste auf. Übrigens, weil ich es gerade hier rumliegen habe, habe ich es mal in die Hand genommen. Edmahoney Pathfinder. Video dazu findet ihr auf dem Edmahoney-Kanal. Aufpassen wegen Stativ. Und zwar, ich pack's gleich aus. Ich wollte euch nur mal zeigen, wo es herkommt. Jetzt kommt was. Wunderschön. Come to you, biwak.de. Die Rebecca und Andreas Müller haben im Angebot einige Sachen für Messermacher. Es lohnt sich vorbeizuschauen, auch für Hobbyleute. Material, Klingen und so weiter und so fort. Und unter anderem, allerletztens, gezeigt, sowas hier. Munitionskiste. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, für meinen Schmiedekram für unterwegs ideal. Und ja, habe ich mir eine bestellt. Und da ich noch ein bisschen Kleingang gebraucht habe, habe ich mir dann direkt was bestellt. Und zwar einmal Acryl. Schwarz-Orange, das ist jetzt ein Block. Ich wollte zwar eigentlich Griffschalen haben, das ist aber nicht weiter tragisch, weil eine Säge habe ich auch. So ist es nicht. Ich habe mir die ganzen Sachen so angeguckt. Jawohl, eine E-Mail gekommen. Wunderbar. Blau habe ich schon viel gesehen. Rot habe ich viel gesehen. Ich wollte einfach was anderes haben. Und ich bin sehr gespannt, was da dabei rauskommt. Das kann doch jetzt auch sein, dass ich den Block lasse, wie er ist, und dann einfach ein Steckangelmesser draus mache. Und dieses Schwarz-Orange fand ich halt einfach mal was anderes. Gut, könnt ihr gespannt sein. Irgendwann demnächst in diesem Kino gibt es sowas zu sehen. Dann wunderbar.
Kugelschreiber habe ich einen großen Verschleiß. Dankeschön. Kleine Dreingabe. Noch eine kleine Dreingabe. Ich liebe solche Kisten, wo ich was aufmache und mehr drin ist, als ich gewollt habe. Geil. Ja. Dann habe ich noch ein paar Nieten gebraucht, weil ich habe in der Regel nur kleine Nieten, aber ein ganz bestimmter Herr wird wissen, dass ich für ein größeres Messer jetzt eine Kalibschaltung machen werde demnächst. Und da brauche ich größere Nieten für, dann dementsprechend auch das entsprechende Nietwerkzeug. Und als letzte Reingabe ein Feuerzeug. Kanto Biwak, da steht es nochmal drauf. Für alle Bastler, Messermacher, könnt ihr euch merken, die Seite, gibt's gute Sachen. Guck mal, es leuchtet. Cool. Ja, Rebecca, Andreas, vielen Dank für die Dreingaben, vielen Dank für die Lieferung. Cool. Schöner Abend, bin ich begeistert. Videos auch gemacht. Schöne Sachen gekriegt. Herrlich. So muss es jeden Tag sein. Ja. Ich hoffe, es hat irgendwie euch auch Spaß gemacht, mir zuzuschauen, wie ich auspacke. So hat die Kiste, da freue ich mich auch drüber. Weil da kriege ich alles rein. Meine Hämmer, mein Kleinkram, den ich brauche zum Schmieden, wenn ich unterwegs bin. Die Kiste hat zwar hinten einen weg, aber das kriege ich wieder hin. Kann auch so bleiben, ist egal. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt geht's ans Video fertig machen und hochladen. Und ich wünsche euch noch was, gute Zeit. Bis demnächst. Bye bye.